Ja, unser Thema, das Kartenhaus. Das Kartenhaus ist nicht, man baut ein Kartenhaus, das dann zusammenfällt, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Haus, in dem die Seekarten und die dazugehörigen Schiffsoffiziere trocken gelagert sein konnten und von wo aus die Navigation des Schiffes stattfand. Nicht zu verwechseln mit einem Steuerhaus. Ein Steuerhaus ist ein Bauwerk, in dem drinnen also eben auch die Ruderanlage steht. Das Steuerrad, das steht hier ja im Freien. Also es ging letztlich nur darum, die Seekarten für ein sehr, sehr großes Seegebiet und die Handbücher, die Navigationsgeräte, alles das hier sicher und griffbereit zu haben. Und das Ganze an einem optimalen Platz. Und das ist dieser hier in der Mitte des Schiffes auf dem Hochdeck mit Blick zu allen Seiten und einigermaßen geschützt gegen grüne Seen. Also Spritzwasser kam hier bei Schlechtwetter natürlich auch an, aber grüne Seen hauten hier nicht rüber, sodass hier also auch Glasscheiben in einigermaßen normaler Dicke Verwendung fanden und das Ganze nicht zum Tieftauchen sozusagen eingerichtet waren, wie der Rumpf unten. Hier in diese Richtung ist das Vorschiff, hier ist das Achterschiff. Und an diesem strategisch gut geschützten Platz steht das Skylight. Das Kartenhaus und das Skylight ist ja baulich fast eine Einheit, sind zwei Teile natürlich gewesen, sind die einzigen Großgegenstände aus Holz, die auf der Peking überlebt haben. Weil sie aus Teakholz bestanden, was stark verrottungsbeständig ist, im Gegensatz zu Nadelhölzern, die alle längst vergangen sind. Und bei der Aufarbeitung hier ist sehr viel Wert darauf gelegt worden, die Alterungs- und Benutzungsspuren nicht wegzuschleifen, wegzumachen, sondern sie sichtbar zu lassen und das Ganze eben in dieser wirklich antiken Optik, um es mal so zu sagen, zu belassen. Hier fehlen unten noch die verzierten Fenster, die alle dann noch mit Schutzgittern versehen sind. Und hier oben die Skylight-Klappen, auch die sind noch da, auch aus Teakholz, ebenfalls geschützt, damit nicht jeder runterfallende Schäkel hier gleich ein Desaster anrichtet. Das Schöne war eben, dass man hier, wenn das Schiff zum Beispiel vor Anker lag, dann ist ja immer das Vorschiff im Wind. Dann konnte man sich hier hinsetzen, war windgeschützt und hatte eine lauschige Ecke, an denen dieses Schiff nicht gerade reich war. Jetzt gehen wir mal rein. Die Achterkante des Kartenhauses hier, noch ohne Verkleidung, die kommt ja auch noch wieder dran, zeigt so ein bisschen einen Blick in die Tiefe. Die Konstrukteure damals haben das Ganze ausgesteift mit solchen Diagonalstreifen, wie sie hier auch an Deck gelegt wurden, um das Kartenhaus für den Fall aller Fälle, wo dann doch noch mal eine schwere See hier gegenhaut, nicht gleich in Trümmern über die Kante zu spülen. Das ist also eindrucksvoll zu sehen hier. Man sieht die Unterkonstruktion. Bestehen teilweise aus relativ einfachen Hölzern, Originale hier, die wo immer sie erhaltenswert waren, dann auch drin geblieben sind. Da, wo sie fehlten, haben wir neue dazugesetzt, um das aufzufangen, die Kräfte. Hier wieder ein altes Teil, da noch sicherheitshalber eins daneben. Also ganz interessant, dieses Miteinander von alt und neu. Und besonders schön hier an den Fenstern. Diese Fenster waren Schiebefenster, wie man sie aus alten Eisenbahnen zum Teil auch noch kennt, die dann mit so einem Ledergurt praktisch nach unten geführt oder hochgezogen wurden und verschwanden hinter der Verkleidung, wurden also hier angehoben und gingen hier runter. Und da diese Schiebefenster die unangenehme Eigenschaft haben, nie dicht zu sein, war dann immer die Frage, wo bleiben wir mit dem Leckwasser, damit es keinen Schaden anrichtet. Und dafür hat man hier aus Blei, bin verbeult jetzt schon, kleine Tropfbecken eingerichtet. Da ging also das Fenster auch dahinter bis da hinein.
Und da konnte das Leckwasser aufgefangen werden, damit es hier nicht in die Konstruktion einsickert und Schaden anrichtet. Ja, das Deck des Kartenhauses oben ist komplett erneuert worden. Das war in Gänze abgängig. Da waren schon mehrere Lagen Teerpappe drauf und die leckten auch schon durch. Ich erinnere mich lebhaft an die Übernahme des Schiffes bei Regen.